Willkommen zurück. Hier ist der zweite Teil vom Ratgeber Geld. Tja, die meisten Führungskräfte sind in ihrem Job starkem Druck ausgesetzt. Da tut es auch mal gut, so richtig Dampf ablassen zu können. Zum Beispiel beim Boxen. Wir haben einen Geschäftsmann begleitet und zeigen Ihnen, wie er es schafft, seinen Business-Alltag abzuschütteln. Eigentlich ist Oliver Klughardt ein bedächtiger Mann. Ein Unternehmer mit kühlem Kopf. Freundlich. Höflich im Umgang mit seinen Kollegen. Doch dreimal in der Woche wird der 34-Jährige zum Schläger, steigt aus seinem Bürooutfit, packt die Firmenklamotten in den Spind und schlüpft in seine Kampfmontur. Denn Boxen findet er einfach entspannend. Ich denke einfach, dass man beim Boxen hervorragend den Stress des Alltages bewältigen kann. Dass man beim Boxen den gesamten Körper trainiert, was mir auch sehr wichtig ist, um weiterhin fit zu bleiben. Und ich denke auch, dass man beim Boxen unheimlich viel für den Alltag lernt. Beispielsweise in einigen Situationen ruhiger zu bleiben. Beispielsweise in einigen Situationen vielleicht mal das eine oder das andere mal nachzudenken. Und deshalb schnitt Oliver Klughardt sich regelmäßig wie heute beim Einzeltraining in der Boxhalle. Beim White Collar Boxing Club in Hamburg ist ein Bürohengst wie er genau an der richtigen Adresse. Der Begriff White Collar steht für den weißen Kragen von Geschäftsleuten und Angestellten. Das Boxen wird aus dem Hinterhofmilieu herausgeholt und unter Managern zur neuen Trendsportart. Bisschen Aggressivität mit rein. Und zieh. Letzten Sekunden. Weiter. Komm. Zieh durch. Ende der 80er Jahre gab es zwei Geschäftsleute, die Differenzen hatten, diese Differenzen nicht mehr auf der Sachebene lösen konnten oder wollten, sich dann haben vorbereiten lassen am sehr bekannten Boxgym in Brooklyn in New York, dem legendären Gleason Gym. Und um dann vor Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen in den Ring zu steigen. Und das war ein Riesenerfolg mit großer Stimmung, aus der eine Tradition entstand, die bis heute erfolgreich weitergeführt wird und 2001 dann nach Europa kam. Im White Collar Boxing Club in Hamburg werden keine Konflikte der Manager untereinander ausgetragen. Hier geht es um die eigene Selbstachtung, um den Umgang mit der eigenen Angst, mit Aggressionen, mit Niederlagen. In Wettkämpfen gibt es entsprechend keine Sieger und keine Verlierer. Und doch ist die Herausforderung groß. In anderen Sportarten schwitze ich auch und in anderen Sportarten trainiere ich auch die gesamte Körpermuskulatur. Nur ist es hier so, dass wir beim Boxen nicht nur die körperliche Komponente, sondern auch die psychische, mentale Komponente berücksichtigen. Diese Emotionen und die Konflikte auf mentaler Ebene, mit denen ich konfrontiert werde, im Sparring, in der direkten Konfrontation, die machen den Sport aus und heben sich so ein bisschen von anderen Sportarten ab. Wenn ich beim Fußball einmal daneben schieße, dann droht mir höchstens der Hohn meiner Mitspieler. Aber wenn ich beim Boxen die Deckung nicht richtig habe, dann tut's auch, kann's auch wehtun. Im Boxen gilt das Gleiche wie für den Beruf. Zielstrebigkeit, Disziplin und Leistungsbereitschaft sind wichtig für den Erfolg. Deshalb gibt es für die Boxer zusätzlich mentales Training durch Psychologen. Durch Entspannungsübungen, Visualisierungen und andere Techniken sollen die Sportler nicht nur im Ring erfolgreicher werden. Wenn es jetzt auch im Berufsleben kann es ja durchaus sein, dieses Gefühl zu haben, Mensch, ich habe da gerade einen auf die Nase gekriegt oder da bedrängt mich einer und hört gar nicht auf, wie fühle ich mich denn da? Und diese Erfahrung übertragen wir erstmal in den Boxring, wo man wortwörtlich einen auf die Nase bekommt, wo man wortwörtlich bedrängt wird, richtig körperlich. Und mit dieser emotionalen Komponente arbeiten wir dann und versuchen das dann wieder rückzutransferieren in das Berufsleben, um dort diesen Situationen auch gewachsen zu sein. Einmal im Monat bietet der Boxclub seinen Mitgliedern ein besonderes Highlight. Wir treffen Oliver Klughardt auf der Reeperbahn. Diesmal findet ein Gruppentraining in der Hamburger Kiezkneipe Die Ritze statt. Seit den 80er Jahren gibt es dort einen Trainingskeller, der unter Boxfans einen geradezu legendären Ruf genießt. Man muss sich natürlich ein bisschen mit der Ritze beschäftigen und auch ein bisschen Hintergrundwissen haben, um die Wertigkeit der Ritze zu erfassen. Dass man einfach hier, natürlich ist die Luft hier scheiße und die Umkleidekabine und so, wir haben hier nur eine Dusche, das ist ja alles sehr spartanisch, aber das sind ganz einfach heilige Hallen. Für Boxer sind das hier heilige Hallen. Hier zeugen an jeder Wand, in jeder Nische die Spuren der Vergangenheit.
Boxgrößen wie Graziano Rocchicciani, Darius Michalczewski und Henry Maske haben sich in diesem Keller auf ihre Wettkämpfe vorbereitet. Heute Mittag trainieren hier Unternehmer, Mathelehrer, Journalisten und Studenten, unter ihnen übrigens auch einige Frauen. Jürgen Grünberg, ehemaliger Boxer in der Bundesliga, führt sie ja an ihre Grenzen. Immer wieder, eine Minute lang. Nur die Führung, aber explosiv, Feuer. Feuer, die können hier nicht so lange drin. Ja, und da bin ich jetzt daheim mit dem Arm oder was? Weiß ich. Also, jetzt nur kurz raus. Bah! Bah! Ne, immer wieder. Neue Ansätze und Feuer, okay? 14 Jahre hat Jürgen Grünberg in der Bundesliga geboxt. In der Zeit nur 2 Kämpfe verloren. Jetzt macht er den Managern Beine. Immer wieder Schattenboxen, Push-Ups, Sit-Ups, Seilspringen, Sparring, Arbeiten am Sandsack. So lange, bis gar nichts mehr geht. Der Schweiß fließt, die Luft wird schneidend, das Keuchen lauter. Und noch eine Runde. So manch einer wächst heute hier über sich hinaus. Für den Herbst ist ein öffentlicher Boxkampf geplant vor Freunden, Familie und Kollegen. Auch Oliver Klughardt will endlich gegen einen Gegner in den Ring steigen und sich messen. Bis dahin wird der Geschäftsmann weiterhin hart trainieren. Den Adrenalinkick für diesen Feierabend hat er sich jedenfalls schon geholt. Ja, ein tolles Fitnesstraining zum Dampfablassen, natürlich nicht nur für Führungskräfte. Das war unser Ratgeber Geld. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wie immer gilt für Sie, mehr Informationen zu den Themen der Sendung finden Sie im Internet www.n-tv.de/ratgeber.